Kinder-T-Shirt von Lego Ninjago, aber wir machen heute eine Piña Colada. Piña Colada als Cocktailklassiker kennt ihr sicher und habt ihr bestimmt schon mal in einer Cocktailbar gesehen oder auch schon mal getrunken. Man kann für eine Piña Colada explizite Zutaten nehmen, zum Beispiel Cream of Coconut. Wir nehmen heute Zutaten, die ihr bei jedem Supermarkt um die Ecke, zum Beispiel Edeka oder Rewe, kaufen könnt. Das ist einmal ein weißer Rum. Wir nehmen heute Bacardi, Kokossirup, Sahne und Ananassaft. Normalerweise wird eine Piña Colada in einem Mixer zubereitet. Da vielleicht nicht jeder von euch zu Hause einen Mixer hat, nehmen wir heute Crashed oder Cracked Eis in diesem Falle. Und während wir das nachher shaken, wird sich das Eis größtenteils auflösen, den Cocktail ein bisschen verwässern, weil Wasser gehört auch immer in einen Cocktail, um ihn weicher zu machen und trinkbarer zu machen. Und das Ergebnis wird mindestens genauso gut sein. Wir fangen an mit 6 cl Bacardi. Ich nehme 2 cl von dem Kokossirup, ich mag es nicht ganz so süß. Man kann natürlich auch mehr nehmen, dann wird es sowohl intensiver als auch süßer. Das sind 200 ml von Ananassaft. Und ich nehme ca. 4 cl Sahne. Shakerchen drauf, fest verschließen und jetzt wirklich doll shaken, da wir das Eis fast auflösen müssen. Man hört es schon weniger klappern. Shaker-Tin ist ganz kalt. Dann ist er richtig. Wir nehmen das Cocktailglas und füllen einfach um. Vorsicht, ein paar Eisstückchen könnten noch durch die Gegend fliegen. Normalerweise dekorieren wir eine Piña Colada mit einem Stück Ananas oder tropischem Obst oder von der Ananas das Blatt. Ich mag sehr gerne Beerenspieße. In diesem Falle Himbeer und Blaubeer. Und dort habt ihr sie. Johann, was meinst du? Oh, verboten karibisch. Ich glaube, das trinke ich jetzt nur noch. Das glaube ich dir sofort. Für mehr Videos über Cocktails und Drinks und Co. einfach den Subscribe-Button drücken.